Ein mysteriöser Fall kommt jetzt auf den Chirurgen Karl Löwenberg zu. Der Facharzt hatte seiner Patientin vor 8 Tagen ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt. Dennoch verschlechtert sich der Zustand der Frau. Ich fühle mich ein bisschen schlapp. Bisschen schlapp? Nach der OP. Ich will mich jetzt aber auch wirklich nicht beklagen. Okay. Versorgung, Verpflegung ist gut. Vor allem meine Schwester ist da. Ach, mein Ein und Alles. Ja, das tut gut, wenn man die an der Seite hat. Jetzt nach dem Tod meines Mannes. Das ist so eine Liebe. Ich freue mich immer, wenn sie kommt. Und sie gibt mir immer Kraft. Das ist schön. Dürfen wir vielleicht einmal auf den Verband noch gucken? Okay, lassen Sie mich auch mal bitte mitgucken, Frau Witz. Sie sind immer gut rumgelaufen. Diese frühe Mobilisierung hat gut geklappt. Ups. Ja, natürlich, natürlich. Oh. Oh. Seit wann ist das denn so feucht, Frau Wenzel? Das ist mir noch ganz richtig. Nee, ganz ehrlich nicht. Wir haben uns jetzt unterhalten und jetzt die Nacht ist mir gar nicht aufgefallen. Weil die Tage sah das nicht so aus. Tut es Ihnen denn weh, Frau Wenzel? Haben Sie Fieber? Darf ich mal fühlen? Auch schwitzig sind Sie nicht. Und hier ist ja auch richtig. Da ist auch ein bisschen. Geben Sie Acht. Wir schauen einmal ganz kurz drunter. Ja, schlecht heilende Wunden sind prinzipiell ein Alarmzeichen. Gerade wenn man Implantate in den Körper eingebracht hat und ein Hüftgelenk, ein künstliches, ist ja ein Implantat. Oft kommt noch Knochenzement hinzu. Und das kann immer zu einer ernsten Komplikation führen. Solange die Wundheilungsstörung rein oberflächlich ist und keine Bakterien betroffen sind, kann das oft innerhalb weniger Tage geheilt werden. Und jetzt müssen wir halt gucken, woran das liegt. Ob da vielleicht nur ein Bluterguss drunter ist, dass sich da Wundflüssigkeit gebildet hat, was sich jetzt entleert. Das kann unter der Haut sein oder auch tiefer. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ich habe sie da extra zu überredet, weil sie ja sich überhaupt nicht mehr zu Hause bewegt hat. Die war auch gar nicht mehr mobil. Und wenn ich jetzt sehe, wie sie sich damit rumschleppt und sie schon so lange hier liegt und es nicht besser wird. Die Schwester hat sich sehr große Vorwürfe gemacht, dass sie die Patientin zur OP gedrängt hat. Letztlich war es aber auch wirklich notwendig, denn ohne diese OP hätte Angelika Wenzel gar nicht mehr laufen können. Die Wunde muss im Behandlungszimmer gesäubert werden. Eine Blutanalyse soll außerdem zeigen, ob eine Entzündung im Körper der Frau vorliegt. Ohne ihren Talisman will die Witwe allerdings nirgendwo hingehen. Oh, ich brauche meinen Stein. Den Stein, den muss ich lassen. Aber den müssen wir jetzt nicht mit ins Behandlungszimmer nehmen, oder? Der bringt mir Glück, der Stein. Der Stein bringt mir Glück. Den Angelika, lass den doch da. Wenn es gar nicht anders geht. Ich erinnere mich an meinen Mann, der verstorben ist letztes Jahr. Ich brauche den Stein jetzt einfach. So, ziehen Sie erst den einmal die Schuhe an. Zur Beruhigung und alles, was dir gut tut. Das sieht ja auch ganz sauber aus. Ich spüre sein Glück, aber ich brauche den jetzt einfach. Wascha, bin ich doch nicht. Okay. Wird aber jetzt fühle ich mich schon direkt wohler. Ja, okay. Kann ich denn mitkommen? Ist das okay, wenn ich mitkomme? Ich möchte gerne bei meiner Schwester sein. Danke. Der Stein wird der Patientin allerdings kein Glück bringen. Die entzündete Wunde hat Spuren im Bett hinterlassen. Um kein Infektionsrisiko einzugehen, will Karl Löwenberg vorsorgen. Als er darüber mit Schwester Dagmar spricht, fällt ihm etwas Entscheidendes auf. Wir werden jetzt nachschauen, wie es wirklich aussieht und einen Wundabstrich machen. Und es wäre furchtbar lieb, sag mal, wenn Sie sich darum kümmern, dass da eine Grundreinigung gemacht wird. Okay, werde ich veranlassen. Ja, muss man nachschauen. Alles klar. Blut wird ja abgenommen. Sagen Sie mal, haben Sie mal auf Ihren Dosimeter geschaut in der letzten Zeit? Nee, das habe ich gar nicht gesehen. Der ist ja mit 16 Millisievert, ist ja schon ein bisschen hoch. Ja, das stimmt allerdings. Wir tragen die Dosimeter als Krankenschwester auch, weil wir hin und wieder in der Röntgenabteilung beschäftigt sind und dann einer gewissen Strahlenbelastung auch ausgesetzt sind. Bitte jetzt mal nicht ins Röntgen gehen und auch nicht im OP aushelfen. Okay, gut. Ja, und dann müssen wir das einfach mal schauen, wie es geht. Okay. Hallo? Ja, so. Verdammt! Mein Gott, was ist denn passiert? Scheiß Verletzung am Bein! Ich soll gar nicht aufstehen! Mann, ey! Also, ich helfe nicht. Ach nein, ich kann das selber, Mann! Ich brauche niemanden, der mir den Arsch abwischt! Ich krieg das selber hin! Sie sehen doch, dass Sie hier nicht aufstehen. Scheiße, Mann! Das ist doch schon Ihr Bein überhaupt nicht. Sie dürfen eigentlich gar nicht aufstehen. Kommen Sie mal auftreten. Bitte nicht auftreten, nicht auftreten, bitte. Der Patient ist gestürzt und war es nicht gewohnt, behandelt und gepflegt zu werden und Unterstützung zu bekommen. Und damit muss er sich einfach noch anfreunden. Das kann man total kaputt. Ich hab keinen Bock, eine Flasche zu pinkeln. Ich hab keinen Bock, mich von Schwestern rasieren zu lassen. Was ist denn hier los? Ich darf mal eben chillen. Ja, Maria. Es bringt Ihnen ja auch nichts, wenn Sie Ihr Bein nicht schonen. Ja, Maria. Ich gammel hier rum die ganze Woche, ich sehe aus wie ein Penner. Da wollte ich wenigstens mal für dich rasieren, damit bin ich im Bad ausgerutscht. Mann, was ach, so eine Scheiße. Ja, ich bin doch kein Pflegefall, ja?
Ja, du kannst ja, sie dürfen das Bett ja trotzdem nicht verlassen. Ich werde mich wohl rasieren dürfen und können. Also, das kriegst du wohl noch hin. Bitte aufs Zimmer gehen. Ich will dich mal außen rum stehen. Bringen Sie ihm vielleicht mal Schminkspiegel oder irgendwas mit. Ja, dann kann er sich auch mal im Bett rasieren. Ja, dann müssen Sie nicht extra aufstehen. Sie sollen ihr Bein schon, Sie sollen das Bein hochlagern, Sie dürfen nicht aufstehen. Hören Sie doch einfach mal darauf, was der Arzt sagt. Kann ich trainieren? Den Marathon kann ich mit dieser abschminken, ehrlich. Das kann niemand was für deine Situation. Die Ärzte hier schon mal gar nicht. Hören Sie mir bitte mal ganz kurz zu. Wir machen, wie gesagt, eins nach dem anderen. Ich denke, es ist nicht viel passiert. Aber Sie sind ja doch mit dem ganzen Gewicht abgerutscht und eventuell da drauf getreten. Deswegen möchte ich schon, dass wir jetzt eine Röntgenkontrolle machen. Und dann sprechen wir nachher. Man schaut, ob der Fixateur, der durch die Haut eingebracht worden ist, fest war. Das war der Fall. Die Wunde hat auch nicht geblutet. Deswegen war natürlich zur Sicherheit noch eine Röntgendiagnostik nötig, weil man kann natürlich nicht durch die Haut schauen und den Knochen von außen sehen. Dazu brauchen wir die bildgebende Diagnostik. Tut mir leid, Herr Doktor, gell, aber... Ich komme dann gleich nochmal wieder und hole Sie ab, ne? Und ich bringe gleich noch eine neue Infusion. Bis dann. Ah, ist schon da. Sehen Sie? Die Kollegin kümmert sich drum. Chirurg Karl Löwenberg will sich jetzt die Blutergebnisse seiner Patientin mit der entzündeten Operationsnarbe ansehen. Denn der Zustand der 58-Jährigen wird von Minute zu Minute immer schlimmer. Ja, hallo. Karl, gut, dass du kommst. Sie ist gerade irgendwie... Was ist denn passiert? Ja, die Frau Wenzel hat sich gerade übergeben. Ja, ich weiß nicht, ob so eine Blutabnahme kommt. Wir haben gerade Blut abgenommen. Ja, Frau Wenzel, was ist denn passiert? Mir so schlecht, vorhin ging es mir noch ganz gut. Und dann ist mir plötzlich ganz schwarz vor Augen, ganz schlicht zu mir. Das kann doch nicht normal sein. Was für Medikamente bekommt sie denn? Was für Nebenwirkungen haben die denn? Ja. Eigentlich haben sie die letzten Tage, haben sie doch von den Schmerzmitteln auch nichts gemerkt, oder? Nein, warum nicht? Nee, und auch heute nichts Komisches gegessen? Auch nicht, okay. Gar nichts. Oh. Sollen Sie sich vorstellen, wir waren ja noch vor einem halben Jahr wandern. Da war alles noch in Ordnung. Darf man schön gerade machen. Nach einer Operation kann es immer mal zu Magen-Darm-Problemen kommen. Entweder durch eine Verstopfung oder durch eine Magen-Darm-Entzündung oder auch einfach durch eine Magenschleimhautentzündung. Deswegen war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, wo die Sache hingeht. Auch die Untersuchungsergebnisse sind verwirrend. Das Blut der Patientin weist eindeutig zu wenig Leukozyten auf. Doch gerade die müssten im Fall einer Entzündung erhöht sein. Für den Arzt ein unerklärliches Phänomen. Okay, da müssen wir gucken, was wir da draus machen gleich. Was hat das denn, Entschuldigung, wenn ich mal unterbreche, ich habe das jetzt gerade mitgekriegt, was hat das denn jetzt zu bedeuten? Ja, es verwundert deswegen, weil normalerweise würde man ja bei einer Entzündung erwarten, dass die Werte steigen. Ja. Ja, und jetzt haben wir halt gesehen, dass die Werte gefallen sind. Vom Blutbild her. Und das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Ja, aber das kann auch nicht durch eine OP kommen. Nein, das kann durch Medikamente kommen. Es kann auch kommen, dass man irgendeine Krankheit hat, die wir noch nicht kennen. Und da müssen wir einfach schauen. Ein bisschen kalt. Ja, weil den Ausschlag hatte sie vorher auch noch nicht. Hat sie denn noch an anderer Stelle vom Körper aus Ausschlag? Also aufgefallen ist mir das jetzt nur am Arm. An dem einen Arm, aber sonst habe ich noch nichts gesehen, weil ich kenne meine Schwester so überhaupt nicht. Die ist immer gesund, ja, die ist wirklich nie krank, nicht mal eine großartige Erkältung. Das ist mal schwierig. Wir haben den Ausschlag gesehen. Im Bereich der Hand ein juckender Ausschlag, kleinfleckig, verteilt über ein gewisses abgegrenztes Areal im Bereich des Unterarmes, der wohl auch schon sehr viel länger bestand und der uns eigentlich nur Rätsel aufgegeben hat. Wir konnten da überhaupt nicht sagen, wo das herkommt. Es wird ja hier immer schlechter. Das kann doch nicht sein. Okay, wir schauen jetzt gleich noch mal den ganzen Körper an, ob wir woanders noch Ausschläge finden. Kannst du den Wundabstrich bitte ins Labor bringen? Ja. Ich mach den Verband hier noch zu. Ich bin gleich wieder da. Karl Löwenberg ist sich sicher, hinter der Übelkeit und dem Hautausschlag der Patientin steckt eine ernstzunehmende Erkrankung. Schwester Dagmars Fund im Krankenzimmer der Frau bestätigt seinen Verdacht. Oh wei. Das ist doch nicht okay. Und das mit diesen akuten, mit dieser akuten Verschlechterung. Jetzt haben wir den Haarausfall, wir haben die Wundheilungsstörung, wir haben das Erbrechen, wir haben diesen komischen Bauch, der ist zwar nicht akut, aber sie gibt ja doch einen diffusen Druckschmerz an. Und die Laborwerte, das stimmt ja irgendwas nicht. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Erstmal kann ich hier reinlassen. Ja. Hast du denn noch mal den Dosimeter? Das ist gestiegen. Das ist angestiegen. Da ist was nicht in Ordnung. Ich war nirgendwo. Als Einzelsymptom ist der Haarausfall natürlich
nicht so ohne weiteres zu erklären. Wenn man allerdings alle Symptome zusammenführt und dann auch noch die Veränderung der Strahlenanzeige im Dosimeter berücksichtigt, dann kann man schon auf die Idee kommen, dass da irgendwo eine Strahlenquelle sein muss, die dort nicht hingehört und vielleicht diese Symptome verursacht hat. Ich denke mal, wir tun sicherheitshalber den Raum abschließen, ja, okay, und müssen dann wirklich die Feuerwehr mit dem Strahlenschutzdienst kommen lassen. Möchte ich auch raussehen. Ja, und wir versuchen dann, dass wir keine Patienten, die Patientenbewegungen auf jeden Fall einschränken, okay, die Patienten bitten, im Zimmer zu bleiben, okay, und auch das Pflegepersonal und die Kollegen, ja, und Kolleginnen bitten, möglichst die Flure frei zu halten. Evakuieren müssen wir aber nicht. Evakuieren, ne? Denke ich, muss man nicht. Wir wissen ja momentan überhaupt gar nicht, wo es herkommt. Ja. Und die Spezialisten sind ja auch gleich da. Gut, okay, dann, ja, schließe ich nur hier ab. Der Grund dieser Quasi-Quarantäne, die wir ja veranlasst haben, ist der, dass man diese Strahlenbelastung nicht weitergibt. Es ist eine Kontamination. Das heißt, in dem Moment, wo man mit strahlendem Material in Kontakt gerät, wird man selber zur Strahlenquelle. Und als eine solche Strahlenquelle kann jeder Schäden im eigenen und in fremden Körpern anrichten. Deshalb wird sofort die Feuerwehr gerufen. Die muss herausfinden, was die Radioaktivität im Raum verursacht. Bis zur Ankunft der Spezialisten steht die Station still. Das ist die 109, gleich da vorne um die Ecke. Gleiche vorne? Gleich hier vorne. Was heißt jetzt gleiche vorne? Also wo? Das, weil wir eigentlich dachten, wir sind noch weit entfernt. Ja, das ist ja nur ein Verdacht. Ja, da, also okay, das nächste, ja, ich muss das ernst nehmen. Das, ja, Zimmer, wo diese Patientin liegt, ist die 109. Das ist gleich das nächste Patientenzimmer. Okay. Und da liegt sie in dem Bett am Fenster. Und Sie waren da auch gerade drin, logischerweise? Wir waren da alle drin, natürlich. Ja, und die, okay, Patientin ist ja auch schon 8 Tage bei uns. Nachdem wir dann hier durch diesen, also aus diesem Fahrstuhl ausgestiegen sind und uns der Arzt in Empfang genommen hat, da war ich echt baff, denn wir hatten die Information bekommen, dass sich das Ganze in einem anderen Gebäudeteil befindet. Deswegen war ich ja auch dabei, sonst wäre ich auch draußen geblieben. Nur, man muss natürlich auch ganz klar sagen, wir haben hier einen Riesenkomplex, es ist ein großes Krankenhaus, wir müssen das Ganze ja auch ein bisschen eingrenzen. Und als wir dann erfahren haben, dass der Arzt unmittelbar vor mir steht und nicht eine verantwortliche Person, die mir den Weg eigentlich zeigen sollte, wo es hingeht, da war ich natürlich mittendrin im Schlamassel. Und gut, da müssen wir reagieren. Es war mehr als unglücklich, diese Situation. Und da mussten wir dann wirklich improvisieren und das Beste daraus machen. Gut, also Sie bleiben erstmal alle jetzt auch hier. Es geht, ja, keiner nach draußen. Ja, das gilt für alle, die hier sind. Keiner verlässt diese Station, ja, ich inklusive. Und die Kollegen werden jetzt einmal ins Zimmer vorgehen, werden erstmal schauen, ob wir überhaupt was finden, was wir finden und wie stark die Intensität ist, ja? Wir müssen ja suchen, woher kommt diese Quelle? Ist es überhaupt wirklich eine Quelle? Haben wir wirklich radioaktive Strahlung hier? Das allererste ist die Erkundung und das Ausfindigmachen der entsprechenden Quelle. Wir haben an dem Nachttisch am äußeren Bett haben wir einen erhöhten Strahlungswert von 19,8 Millisievert festgestellt. Am Nachttisch. Okay, alles klar. Am Nachttisch. Habt ihr die Möglichkeit, ihn zu öffnen, da mal reinzuschauen? Oder wollt ihr erstmal noch Abstand halten? Wir auch mal dran. Ich guck mal nach, aber das war oben drauf. Und drunter ist schon der Wert niedriger. Also oben drauf, auf der Platte, ist der erhöhte Wert. Ja. Alles klar, okay. Genau. Wie gesagt, hier war die Rede von einem Stein. Okay, verstanden. Ich darf das kurz mal erläutern. Die Patientin hat einen Stein als Glücksbringer bei sich. So. Den hat sie geschenkt bekommen von ihrem Ehemann, von ihrem verstorbenen Ehemann. Einsatzleitung hört. Ja, so einen Stein finden wir hier nicht. Ja. Hier ist kein Stein. Gut, okay. Dann werde ich vorschlagen, das andere Zimmer. Dann schicke ich meinen Trupp da jetzt auch mal gleich rein, dass die da mal messen und nachschauen. Auf jeden Fall haben wir da ja schon erhöhte Werte. Und dann müssen wir die Sache ja lokalisieren. Wir müssen das Ganze jetzt eingrenzen, ja, und gucken, was ist die Ursache bei der ganzen Geschichte. Die Einsatzkräfte wollen feststellen, um was für einen Stein es sich handelt. Und ob er die Symptome der Frau ausgelöst haben kann. Guten Tag. Hallo. Wir sprechen. Sie müssen irgendwie einen Stein haben. Ja, die Dame hat einen in der Hand, nein, hier vorne. Das ist der Stein. Zeigen Sie mal einmal. Nein. Christian ja gleich wieder. Alles gut. Ja. Ich brauche den Stein. Ja, unser Messgerät steht hier voll aus. Wir haben ungefähr
23,6. Wie war? Lass ihn mal los, bitte. Ja. Sie sollen ihn lass ihn mal los. Das ist alles davon von dem Stein kommt. Als wir dann den Stein als Übeltäter lokalisiert und gefunden hatten, hat sich das Rätsel dann gelöst. Es handelte sich offensichtlich um Pechblende. Das ist ein Mineral, welches im Gebirge gefunden wird, auch in Deutschland. Es enthält Uran. Uran ist bekanntermaßen gefährlich und eine bedeutende Strahlenquelle. Wir bauen jetzt gerade draußen noch alles auf. Ich habe schon eine entsprechende Rückmeldung gegeben. Diese ganze Komponente muss jetzt aufgebaut werden. Dauert ca. 30 bis 45 Minuten. So lange bleiben wir hier. Ja? Okay. Und dann geht es nacheinander nach draußen und dann müssen wir uns dekontaminieren. Und das, dieser ganze Prozess. Ja, und dann sehen wir weiter. Aber jetzt haben wir erstmal eine ganz große Baustelle noch vor uns. Bis tief in die Nacht reinigen Spezialkräfte das Personal, die Patienten und Stationsräume von der gefährlichen Strahlung. Klar ist jetzt, die operierte Frau leidet nicht an den Folgen der Hüft-OP, sondern an einer Strahlenkrankheit. Ich denke, dass die Ursache von dieser Wundheilungsstörung und auch, dass es Ihnen so schlecht gegangen ist mit dem Erbrechen, mit den Bauchschmerzen und auch mit diesem Exanthem, was man immer noch sieht, also diesen Ausschlag, wo man diese Pickelchen sieht, diese Rötung. Das war wahrscheinlich dieser Stein, den Sie aus Tschechien mitgebracht haben. Und den haben Sie jetzt doch viele Monate eng bei sich getragen. Und der hat, das ist bekannt unter Bergsteigern und unter Bergtouristen und auch unter Mineralisten, unter Steinsammlern, dass es da Steine gibt, die radioaktiv sind. In den nächsten Wochen erholt sich die Frau vollständig von der OP und den Strahlen. Ihren verstorbenen Mann behält sie auch ohne Glücksbringer in guter Erinnerung. Die Röntgenergebnisse des männlichen Patienten haben ergeben, dass sein Bein nach dem Sturz unverletzt ist.